Hartmut Schlechtiger und seiner Frau Marlene ist zum Weinen zumute. Sind sie doch erst kurz vor Pfingsten mit der Neugestaltung ihres Gartens im griechischen Stil fertig geworden. Jetzt ist ein Teil ihres Gartens Geschichte. Die angrenzende Ilm hatte bis Dienstagmittag die Mauer so sehr unterspült, dass sie nachgab und auf einer Länge von etwa 8 Metern abrutschte und in den Fluten verschwand. Dass es so weit kommen musste, zeichnete sich bereits nach den starken Regenfällen vor dem Pfingstwochenende ab, denn da bemerkte Hartmut Schlechtiger bereits erste Risse im Pflaster seiner Einfahrt und in der Uferbefestigung. Und heute Mittag, ich bin gerade zu Tisch auf der Terrasse mich gesetzt und wollte gerade anfangen zu essen und plötzlich gab es einen ganz fürchterlichen Rumsen und Getöse und Klatsch und dann war dieses Stückchen Mauer in der Länge von 6 bis 8 Meter hier eingefallen. Aufgrund der Risse in den Tagen zuvor sorgte Hartmut Schlechtiger und seine Frau vor und so bauten sie schweren Herzens einen Teil ihrer Säulen bereits ab. Bad Berghas Bürgermeister sicherte unmittelbar nach dem Abrutschen der Mauer schnelle Hilfe zu. Erstmal ist es sicherlich tragisch und wir haben das auch schon seit Pfingstmontag mit beobachtet, auch entsprechend staatliche Stellen informiert, weil die Ilm ja Gewässer erster Ordnung ist, um erstmal auch Sachen aufzunehmen. Aufgrund der Dramatik, die jetzt in den letzten Stunden auch eingetreten ist, haben wir erstmal gesagt, wir klären das über eine Notsicherung, dass morgen früh eine Baufirma kommt, um hier erstmal gleich eine Sicherung zu machen. So ging es heute Morgen wie versprochen los. Große Steine wurden aus einem nahegelegenen Steinbruch nach Bad Berka gebracht und sollten mit einem Bagger in die Ilm eingebaut werden, um einen neuen Schutz aufzubauen. Dies gestaltete sich jedoch komplizierter als anfangs gedacht, denn die Steine verschwanden zu Beginn einfach im trüben Wasser der Ilm. Noch mehr Steine mussten also her, insgesamt rund 55 Tonnen. Doch Marlene Schlechtiger ist noch nicht wirklich glücklich mit dem Ergebnis. Die Stadt möchte die Steine nur auf das Niveau der alten Ufermauer haben. Das würde also heißen, dass es 1 Meter unter der Höhe von unserem Grundstück jetzt läge. Und da wir jetzt wissen, dass wieder am Wochenende Wasser kommen tut, also erhöhtes Wasser kommt, steigt auch die Ilm wieder. Und das würde heißen, die alte Ufermauer mit Steinen legen, würde das ganze Wasser wieder drüber wegschwimmen und unser Grundstück wieder bedrohen und wieder ausschwimmen. Ich habe Herzklopfen, mir ist schlecht, ich könnte heulen. Also ich fühle mich wirklich elend und es ist jetzt wieder ein Punkt, wo man erst gedacht hat, einen Tag vorher, man hilft ein. Und jetzt ist es so, dass die Hilfe nur halbwegs, also nichts Hand, also keine Hand und keinen Fuß hat und ihn letztendlich gar nicht bringen tut. Was die Schlechtigers jetzt schon wissen, die Steine müssen für eine neue Mauer bei Niedrigwasser wieder raus aus der Ilm. Die Kosten dafür werden sie wohl tragen müssen, genauso wie wahrscheinlich auch die für die Mauer, die auf ihrem Grundstück stehen soll, denn die Versicherung hat wohl bereits eine Deckung des Schadens abgelehnt, da nur das Haus versichert sei. Wirklich durchatmen können die beiden Bad Berkaer also nicht, vor allem im Hinblick auf das Wetter in den nächsten Tagen, denn es soll wieder Regen kommen und das in nicht unerheblichen Mengen.